müssen jetzt hier Blumen einsammeln. Und dann machen wir jetzt quasi Imker-Skill, Leute. Oha, Alter, hier kann ich mir gleich mein eigenes Imker-Dings raussuchen. Ich sammle jetzt erstmal Blumen ein, Leute. Überall hier. Hier noch ein paar Blumen, Leute. So, Leute, wer wird ein besserer Imker sein? Ich oder Esju? Das ist die Frage. So, gucken wir uns das mal hier genüsslich an. Aber ich sag euch ehrlich, Leute, das sind halt so Dinger, wo ich in Fortnite sehe, dass das Potenzial hat. Besonders auch so eine Games und so. Hä, warum hast du schon Punkte, Bro? Weil ich halt einfach der Imker bin, Digga. Ah, Leute, ich muss jetzt erstmal einen Honigtopf kaufen, muss dafür meine meine Blumen verkaufen. Bei dem Blumenladen. So, mal gucken, was... Der Fisch kommt und klaut mir meine Blumen. Oh, die Bienen rasten richtig aus. Under construction. Leute, ich kann mir so ein eigenes Dings kaufen. Das ist ja voll geil. Schade, Bergzwerg, dass du auf mich gehst. Ich kann mir so ein eigenes Dings kaufen. Wie geil ist das, Leute? Boah. Ey, Esju, du Schmutzfink, Alter. Jetzt reicht's mir, ey. Du wirst gleich sehen, was du davon hast. Ey, das ist voll geil. Also, wir haben jetzt Blumen verkauft, Leute, und dafür haben wir Geld bekommen. Und dafür kann ich jetzt quasi meine eigene Imkerfarm kaufen. Das ist geil eigentlich. Du hast noch nicht mal einmal eine Biene angefasst. Oh, deine Oma ist eine Biene, Alter. Lass meine Oma aus dem Spiel. Ja, okay, dann lass ich sie aus dem Keller. Ah, die sollen sich fighten, Leute. Ich mache mir erstmal hier schön Blumen sammeln. Esju schon 130 Punkte. Ja, weil er killt, Leute, weil er killt. Bro, ich habe 2 Kills gemacht. Mit 2 Kills bekommst du nicht so viele Points. Ich habe halt ganz viele Blumen verkauft. Ey, und man kann hier einfach Haustiere kaufen. Das ist auch geil. Ich sag euch ehrlich, in so einem Game-Mode, wenn die richtig geil ausgebaut sind, hier sehe ich die Zukunft in Fortnite. Sag ich euch hundertprozentig. So, jetzt welche noch. Wenn später Modden möglich ist, boah, das wäre echt so GTA-Niveau dann. Wurde ja schon gekauft, die Leute? Wie viel brauche ich denn überhaupt? Ted, möchtet ihr eine Blume? 50 Gold braucht man! Oha, ich habe gerade mal 30. Das ist ja voll heftig, Leute. Superman wurde zum Imker. Der macht die Politik. Michel, Junge, danke für den Fünfer hier. Du bist ein. Wie komme ich da rein? Du bist wirklich ein heftiger Ehrenmann. Dank dir. Der Arm ist hier eingesperrt und kommt nicht mehr raus. Warum das? Haha, der weint einfach. Selber schuld. Da kannst du bis morgen dann noch weinen. Oh, hier sind ganz viele Blumen, Leute. Nehmen wir die und dann rennen wir da rüber. Und starten unsere Imkerfarm. Schnell, Leute. Boom! Ja, Mann! Unseres eigenes Dings hier, Leute. This area is ready yet. Come back later. Okay, die machen jetzt hier gerade alles fertig. Jetzt müssen wir hier, Leute. Oh mein Gott, wir haben unser... Lol, ich Leute, muss, ich kann jetzt... Ich muss jetzt Bienendinger einsammeln hier, Leute. Ah, ich brauche Erz, Leute. Oder was ist das? Kartoffel? Nee. Sind das Kartoffeln? Leute, wir müssen jetzt hier die Bienen einsammeln. Hier, pass auf. Wir gehen ganz kurz mal in unser Dorf rein wieder. Hä? Boah, die haben mich gekillt. Hier, da ist es doch. You need Hive Pieces. Wo kriegen wir diese Hive Pieces? Turn your honey into money. Wie viel Gold braucht man für Zeugs? 500, aber das war was Special-mäßiges. Ich guck mal gleich noch, was für Tiere hier gibt. Stace, weißt du, wo man das bekommt, diese Hive-Dinger? Bro, im Laden bestimmt, du Idiot. Oha, Leute. Guck mal, man kann sich hier, was kann man sich hier kaufen? Boah, das ist aber teuer, Leute. 500 Gold für eine Schildkröte. Oh, guck mal, wie viel. Dann kann man sich eine Katze für 500 Gold holen und, oh mein Gott, einfach Esju kann man sich kaufen für 500 Gold. Haha, lustig, lustig. Das ist geil, Leute. La, 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 la. Ich kann bei seine... Oh, Leute. Ich kann alles sabotieren. Leute, ich brauche hier halt... Das hier, das bräuchte ich, Leute. Money for Honey, ja. Hier kriegen wir mal. Okay, er hat das auch noch nicht, Leute. Das ist gut. Wurde angefurzt. Ja, Leute, Esju hat halt irgendwelche Streamsniper gekillt. Ist halt klar, dass er mehr Geld hat. Ich hab 2 Kills gemacht, Digga. Ich hab gerade. Egal. Bro, gib's einfach zu, du bist halt kein Imker, Digga. Du bist und bleibst kein Imker. Bro, bitte quatsch nicht. Ah, Honigmonig. Überleg mal, da sitzt jemand. You are dreaming, you are swimming in sea of golden honey. Ich schlafe einfach. Naja, gute Nacht. Schlaf mal schön. Ich war mal Superman. Jetzt bin ich... Hä? Leute, guck mal. Lol. Oh mein Gott, wie viel Gold wir haben. Ich hätte ja viel mehr verkaufen können. Oh mein Gott, ich bin so rich jetzt, Leute. Ich bin einer der richesten hier. Geil, Leute. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Alter, jetzt geht's ab, Leute. Ah, hier ist Safe Zone sogar in der Mitte, ne? Hey, ich bin hier verbuggt. Weg von meinem Bienenort hier. Jetzt weiß ich, was ich machen muss, glaube ich. Schönen guten Tag. Bitte lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Bro. Wir sind Freunde. Oh mein Gott, Leute. Guck mal hier. Mein erstes Honig geerntet. Ey! Komm her! Gib mir meinen Honig! 31er! Bro, das war mein Honig!
Digga, ihr seid zu meiner Bienenfarbe da gekommen, ey, ihr Losen. Jetzt macht das alles einen Sinn. Ironik-Diebe! Glaub ich spinne hier. Meine Güte, ey, das ist meins aber. Nee, ich glaube, da müssen wir einfach Schaden machen. Ey, voll geil gemacht, Leute, ich bin ehrlich. Das ist echt geil gemacht. Weg mit dir. Komm mal her hier, komm her. Ich muss eine zweite Waffe holen, Leute, ganz wichtig. Wow! Eine zweite Waffe. Wow! Leute, guck mal. Oh, wie geil ist das? Das ist ja voll geil. Ein Gebäude gewesen. Weg mit dort dir. Und weg kurz von meinen Honigbienen. Leute, und dann startet die Imkerreise. Honig einsammeln hier. Da nochmal Honig. Dann gehen wir jetzt kurz rüber. Rein damit. Weg von meinen Imker-Honig! Ich bin einfach Imker geworden. Ey, lass mich hier raus. Zu krank, was abgeht. Jetzt geht richtig meine Imker-Karriere los. Ey, Jungs, hört auf zu träumen. Macht euren eigenen Imker-Scheiß. Er schummelt wieder. Schnell, Leute. Oh mein Gott. Ich habe schon zwei Bienendinger, Leute. Oh mein Gott, die machen richtig Cash. Und jetzt gehe ich erstmal das erste Mal Honig verkaufen. Ich gehe jetzt das erste Mal Honig verkaufen, Leute. Und jetzt wird richtig Cash-Mash gemacht. Oh mein Gott. So. Was haben wir jetzt gemacht? Haben wir jetzt Geld bekommen? Ja, ich sag mal so, Leute. Ich muss weiter Blumen holen. Noch zwei Stück. Und dann holen wir uns wieder eine Harpune. Und dann gehen wir wieder verkaufen. Hallo, kleiner Fisch. Gehen wir wieder zur Floristin. Schönen guten Tag. Einmal bitte verkaufen. Dankeschön. Wir uns die Harpune holen. Ich muss mal kurz gucken, was wir als nächstes machen. Oha, danke für die Pfeile. Ja, Bro, ich hab doch gesagt, guck mal, ich hab, wie ich Essie aufgeholt habe, Leute. Und ich hab gerade mal... Oh, ich hab meinen Skin gewechselt und alles, ja, Digga. Bro, ich habe doch keine ich hab mich, hab ich wirklich? Ich hab mich hingelegt und so. Und als du da noch getryhardet hast. Bro, ich hab nicht mal getryhardet, aber lass mal. Ja. Ich kümmere mir jetzt erstmal Bienen waben. Ganz ich leg mich jetzt noch hin. Ich wechsle noch ganz genüsslich meinen Skin. Aber okay, Bro. Guck mal, was die hier machen, Leute. Die gut, machen hier alle Ärger bei mir. Halt auf, Rammazammer zu machen. Ist weg. Ja, Leute, so ist würdest du sagen, dass du Imker bist? Boom, weg mit dir. Wie viel hab ich von denen? Ich glaube, ich habe drei, ne? Das heißt, ich brauche nur einen. Ey, irgendjemand klaut hier bei mir! Irgendjemand hat den Honig geklaut! Honig. Ich glaube, jetzt müssen wir vier haben. Die Ekligen! Ja, komm doch rein, hier bin ich sicher, du Idiot. Hier bin ich sicher. Komm her! Die klauen wieder meinen Honig! Wie viel brauche ich hier? 6. Ganz kritisch. Ganz kritische Hase. Jetzt haben die eine Bombe von mir hingelegt. Super, Leute. Also, sag mal so: Die Leute laufen hier rum, als würde es keinen Morgen mehr geben. So, guck. Nein! Jetzt, wo wir richtig back im Game waren, macht das so viel Bock. Oh, das ist richtig Bock, lass uns mal nochmal zocken. Das hat echt Spaß gemacht. Das ist echt geil, Leute. Ich will da echt noch so ein Haus hier und so kaufen.